Für Adolf, für Christa. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein. Von Friedrich Schiller, Wallenstein 1, Wallensteins Lager, 11. Aufzug. Ein schönes Zitat. Ja, entsetzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein. Ja, ein liebes Willkommen auf dem 320. Neuschwarmland-Treffen im 15. Jahr. Heute ist Freitag, der 24. Februar 2017. Bevor wir mit dem Infoblatt loslegen, bitte ich um Aufmerksamkeit für die Einreise nach Amerika. Beziehungsweise zu den Hassmedien gegen US-Präsident Donald Trump, dem Trump-Bashing oder der öffentlichen Beschimpfung. Haben Sie wahrscheinlich alles schon mitgekriegt. Das steht jetzt, also ich, das habe ich nur für mich jetzt hier. Also einfach mal nur zuhören. Als ich vor Jahren, noch vor dem Fall der Berliner Mauer, die Vereinigten Staaten von Amerika als Tourist besuchte, brauchte ich ein Non-Immigrant-Visa, so nennt sich das, also ein Nicht-Einwanderungsvisum, welches das Generalkonsulat der USA in Berlin in der Kleeallee ausstellte. So, ich habe das Ding mal mitgebracht. Es ist zwar schon sehr alt, aber ich zeige das ruhig mal. Also das war mein damaliger Reisepass. Wie Sie sehen, das ist noch der alte Grüne. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich wohnte damals offiziell woanders. Also nicht in Berlin. Und das ist ein Non-Immigrant Visa, ausgestellt hier vom Generalkonsulat. In Definitely, also das heißt, es ist unbegrenzt gültig. Ja, so, unbegrenzt gültig. Das heißt, auch wenn der Reisepass abgelaufen ist, muss ich nur den neuen Reisepass mitnehmen und das vorzeigen. Beides zusammen ist also ein Touristenvisum für die USA, um das klar zu machen. Ja? Hier sind noch ein paar Stempel noch drin. Und damit Sie nicht denken, ich würde Unsinn erzählen, das ist ein Foto, was ich vor Ort geschossen habe. Ja. Das war eines der Hotels, wo ich mal wohnte. Ich kann es vorlesen, heißt Waldorf Astoria. Ah. Ja, naja. Und das ist hier die Cruise Line, die fährt da um die Manhattan-Insel rum. Und wie Sie sehen, da stehen die Türme noch. Ne? So als Erinnerung. Ne? Ich habe auch versucht, die grüne Karte da zu finden, die man da... Naja, passen Sie mal auf, ich lese einfach weiter mal vor, nur damit Sie Bescheid wissen. Also ein Non-Immigrant, Nicht-Einwanderungsvisum, welches das Generalkonsulat der USA in Berlin genau in der Kleeallee ausstellt. Als ich für Familienangehörige mich Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts wegen der Ausstellung von einem Visum im US-Konsulat nachfragte, sagte man mir auf die Frage, ob jeder mit einem Visum tatsächlich einreisen darf, dass das Visum das nicht hergibt. Da die US-Einwanderungsbehörde die Einreise vor Ort genehmigt oder eben nicht genehmigt. Es gibt also trotz so ein für die Unendlichkeit ausgestelltem Visum nicht den Automatismus, dass ich einen Anspruch, einen Rechtsanspruch darauf hätte, tatsächlich reingelassen zu werden. Das entscheiden die vor Ort, der jeweilige Beauftragte der US-Behörde nicht. Da müssen sie die Leute mal sehen. Also, ich sage nochmal, Grenzübergang Friedrichstraße. Ja, also da war ich erstaunt, da hatte ich nicht gedacht, aber ich habe es gefragt. Ne? Das hing wohl damit zusammen, dass die zeitweise, ich weiß nicht, wie das heute ist, gesagt haben, also man bräuchte gar kein Visum mehr, also Perso würde reichen für BRD-Deutsche. Frag mich was, ja. Deswegen bin ich überhaupt auf die Frage gekommen. Also selbst mit Visum hat man nicht das Recht, in die USA eingelassen zu werden. Interessant, ne? Wenn man die heutige Diskussion mal betrachtet.
Also nicht mal ein Touristenvisum ist überhaupt sicher. Auf einem grünen Formular, das die Reisenden erst an Bord des Passagierflugzeugs bekamen, wollte die US-Behörde in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wissen, zum Beispiel, ob man Parteimitglied der NSDAP war oder ein vorbestrafter Krimineller war. Damals fand ich das sehr surreal, auf eine Frage zu einer NSDAP-Parteimitgliedschaft zu antworten, da ich ja viel zu jung war. Und viele Jahre nach dem angeblichen Kriegsende 1945 geboren wurde. Heute ist mir völlig klar, warum die USA so eine Frage stellen, denn darin drückt sich die Angst der Amerikaner vor uns Deutschen aus. Wow. Später fragt die US-Behörde sogar sehr persönlich Medizinisches. Zum Beispiel, ob man die Diagnosen HIV-positiv und oder AIDS bekommen hat. Ja, ne, immer auf so einer Zettel, den man da ausfüllen muss, nicht, an Bord des Flugzeuges. Keine dieser Fragen durfte man mit Ja beantworten. Klar, zudem gab es eine 5.000 US-Dollar-Frage. Also die haben auch gefragt, ob man mehr als 5.000 US-Dollar in bar bei sich fügt. Da habe ich mich gefragt, hä? Reise ich wirklich in ein Land, das sich Kapitalismus verschrieben hat? Fand ich sehr erstaunlich. Ne? Woher kenne ich denn solche Geldbegrenzungen? Kennt man eigentlich nur aus Ostblockstaaten. Ne? Ja, oder beziehungsweise da durfte man gar keinen, also nach Ostberlin durfte man keine Mark der DDR einführen. Ostmark sozusagen. So, jetzt kommen wir gleich zum Abschluss dieses sagenhaften Wir reisen mal ein in die USA mit Visum und kommen doch nicht rein. Ich erinnere mich an Boris Becker. Mit 17 Jahren jüngster Sieger in Wimbledon am 7.7.1985, der wegen Steuerhinterziehung, jetzt wird es interessant, vom Landgericht München im Jahr 2002 zu 2 Jahren Haft auf Bewährung zu einer Geldstrafe von 300.000 Euro und einer Geldbuße von 200.000 Euro bei einer Steuerschuld von 3 Millionen Euro oder fast 3 Millionen Euro für 5 Jahre, nämlich die Jahre 1991 bis 1995, verurteilt worden war. Ja, als Boris Becker seine 2 minderjährigen Kinder, Noah und Elias, bei seiner Ex-Frau Babs, nicht, die wurde immer Babs genannt, ne, in der Regenbogenpresse, oder auch Barbara Feltus, in Florida besuchen wollte, ließ die US-Einwanderungsbehörde den weltbekannten Tennisstar nicht in die USA einreisen und nicht zu seinen Kindern, weil er ja ein vorbestrafter Krimineller ist. Jo, wie gesagt, das entscheidet vor Ort der Beamte der US-Einwanderungsbehörde. Er durfte sich im internationalen Bereich des Flughafens ein Rückflugticket kaufen und heimfliegen. Wenn man sich heute vorstellt, die Nachrichten, was für Tränengeduse gemacht wird für Leute, die nicht Boris Becker heißen, weil, oh, die müssen vielleicht aus den USA raus, weil sie illegal sind. Sie haben Visum und kommen da auch nicht rein. Haben Sie das verstanden? Das ist bei denen schon jahrzehntelang Praxis. Wenn Sie da bestimmte Fragen falsch beantworten, oder inzwischen ist es ja so, dass unsere Behörden ja mit denen zusammenarbeiten, ne? Das Bundesamt für Justiz Wiesbaden, ne? Das ist auch das BKA und da ist auch das Hauptquartier irgendwie der Amerikaner. Ne? Das hängt irgendwie alles da zusammen in Wiesbaden. Ne? Sobald Sie in ein Reisebüro heutzutage gehen und eine Reise nach Amerika buchen, ne, kriegen die ihre Daten übermittelt vom Bundesamt für Justiz, nicht, also ihr Führungszeugnis. Ist da was eingetragen oder nicht? Aber nicht die zivilen Daten, sondern die für alle Behörden doppelt so lang laufenden Daten. Nur damit sie klar sind. Nicht? Die wissen also ganz genau, wer da kommt oder nicht kommt. Und die sagen ihnen nicht vorher, komm nicht, weil wir lassen dich nicht rein. Ne?
Das ist auch klar. Du darfst ruhig die Flugkosten tragen. Ne? Die wollen ja die Flugfirmen nicht schädigen, ne? Oder so. Ne? Sondern die sagen dir das persönlich, wenn du sagst, ich will rein. Und dann sagen sie, nee, geht nicht. Die haben Steuer hinterzogen oder irgendwas anderes gemacht. Nicht? Sind vielleicht Meinungsverbrecher oder so. Ne? Das verstehen sie doch. Ne? Und wenn ich mir dann also vorstelle, die Diskussion um Illegale, ja, reinzulassen oder nicht reinzulassen oder rauszuschmeißen, ne? Also, ja, das ist echtes Bashing, ne, des gewählten Verfassungsorgans der USA, hier in dem Fall des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ich hoffe, Sie haben den Zusammenhang verstanden. Ich will auch gleich schnell noch weitermachen, weil wir noch ein bisschen Programm hier haben. Ja, weil wir gerade über die USA gesprochen haben, darf ich auch an den Verlag hier Wieland Körner erinnern. Aus verschiedenen Gründen. Da sind in letzter Zeit ein paar nette Bücher erschienen. Für die, die das sich vielleicht von Interesse ist, hier Atlantis et der Bibel, 200.000 Jahre germanische Weltkultur. Da frage ich mich immer, was wollen Sie da mit den 5.777 Jahre von, na, Sie wissen schon wen, nicht, wenn Sie 200.000 Jahre germanische Weltkultur haben können. Ah ja, hier ist eine größere Ausgabe, zeige ich Ihnen mal. Nicht? Also wer jetzt unbedingt einen Nachdruck dieses in den 20er Jahren erschienenen Buches haben will, der kann ja mal an den Verlag Wieland Körner, Hanse Buchwerkstatt in Bremen schreiben. Ne? Aber die haben ja auch gerade was anderes zugeschickt. 100 Jahre Gedenktag, und zwar 100 Jahre Eintritt der USA in den Weltkrieg gegen Deutschland. So, den feiern wir demnächst, diese 100 Jahre, ne? Also beziehungsweise die Amerikaner. Ne? Am 6. April 1917, vor 100 Jahren, traten die USA unter Woodrow Wilson in den Weltkrieg gegen Deutschland ein. Amerika erklärte den Deutschen als raumfremde Macht den Krieg. Ja, dann haben sie noch ein anderes Datum, 100 Jahre Balfour-Deklaration. Wir hatten im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, ne? Dass das ja auch auf diese Balfour-Sache zurückgeht, die Geschichte da mit der Gründung in Palästina. Ja, das ist auch schon wieder 100 Jahre her. Ja, und dann Herr Körner erinnert dann auch noch an Gedenktag vor 150 Jahren, also 1867, erschienen von Karl Marx, das Kapital in drei Bänden. Ja, Mai, nur der Vollständigkeit halber. Ja, er fügt dann immer so viel Post dabei, auch Informationen hier über Björn Höcke und so. Das gebe ich am besten dir mal, wenn du es nicht schon hast, ja. Jetzt muss ich auch noch erwähnen, einen anderen Zusammenhang. Ich hatte ja letzte Mal, wo ist er denn? Herrn Schiedewitz ist noch bekannt, ja, von der Gedenkstätte da. Wolfgang Schiedewitz. Danke, genau. Wolfgang Schiedewitz. Wolfram. Richtig, Wolfram. Wie komme ich denn auf Wolfgang? Ach, das hängt wahrscheinlich mit Herrn Ebel zusammen. Ja, und da hatte ich auf die Gedächtnisstätte Gutmannshausen in Thüringen aufmerksam gemacht. Also für die, die heute neu sind, ich habe hier noch ein Programm. Das ist hochinteressant, weil dort gibt es eine Gedächtnisstätte. Da steht zum Beispiel drauf, 12 Millionen zivile deutsche Toten in und nach dem Zweiten Weltkrieg. Das dürfte ziemlich einmalig in dieser Republik sein, dass darauf hingewiesen wird. Und ich hatte andere Gründe nach unserer lieben Frau Haferbeck, ne, Ursula, zu suchen. Und irgendwie gab es dann einen Verweis auf den, nicht erschrecken, Verfassungsschutz, genau. Bericht des Landes Niedersachsen 2015. Da dachte ich, wieso steht denn die da drin? Nein, da gab es so ein Urteil, glaube ich, gegen sie. Ne? Da haben dann auch solche Bild, hat dann getitelt, Nazi-Oma verurteilt oder irgend sowas war da nicht. Und in diesem Zusammenhang, da gucke ich dann einfach mal rein, das kann man heute online, PDF, runterladen und so weiter, kam auch Herr Wolfram, danke nochmal, Schiedewitz, zur Sprache, dass der also auch im Visier des Verfassungsschutzes ist. Da dachte ich mir, Junge, Junge, also Schmidt, du machst ja wieder für Leute Werbung. Also, und weil wir gerade bei Werbung sind, ich habe hier noch, Moment, nee, ist da,
DVDs über. Jetzt mal in eigener Sache, und zwar vom 315. und 316. Neuschwarmland-Treffen. Da ging es unter anderem um die Molekularwaffe. Und neue Erkenntnisse zu 9/11, der Abriss der Zwillingstürme, nicht? Also wie das mit reichsdeutscher Technologie gemacht worden ist. Nicht? Da habe ich hier noch DVD. Wer will, gegen Spender, kann das jemand erwerben. Muss ich noch für irgendwas Werbung machen? Fehlt noch was? Ach ja, hier hatte ich die Formel versprochen. Das ist übrigens ein Kinofilm. Können Sie mal recherchieren. Ne? Also, im Amerikanischen heißt es The Formula, die Formel. Da geht es um das Patent von Dr. Friedrich Bergius von 1920. Kohlehydrierung. Ne? Da ist IG Farben, hat er das Patent Mitte der 20er Jahre eingebracht. Deswegen hat Standard Oil, also Rockefeller, IG Farben 1929 geheiratet, nicht, aber nur die Rechte für die Welt, nicht für Deutschland erworben. Und ich habe in einem früheren Interview schon mal gesagt, ja, das ist doch ein Grund, um gegen Deutschland einen Krieg zu führen, nicht, weil der nächste Schritt nach Kohlehydrierung wäre ja Benzin aus Sand gewesen. Und dieser Film mit Starbesetzung, Marlon Brando, George C. Scott und vielen anderen von MGM, ist nie in die deutschen Kinos gekommen. Es gibt ihn auch nicht auf DVD. Nicht? Ja. Das ist für dich, Benedikt. Macht man schon Benzin aus Brand nach Peter Plichter? Das weiß ich nicht. Müssen wir den Peter, ja, Dr. Peter Plichter fragen. Müsste mal auch sein. Ist für dich. Ich hatte dir das neulich gesagt. Ne? So, dann haben wir das schon mal. Ne? Ich habe recherchiert, also es gibt wohl VHS-Kassetten, genau wie zur Justiz, nicht? Friedrich Dörnmatt, ne? Gibt es auch nur VHS-Kassetten, aber den Sprung in die DVD haben die beiden nicht geschafft. Wahrscheinlich zu kritisch. Gut, dann muss ich hier jetzt erstmal eine Pause machen.